Hallo meine Lieben, ich schicke euch sonnige Grüße. Schön, dass ihr jetzt hier bei mir seid. Diese Legung, das ist eine Tagesbotschaft. Ich schaue für dich in die Karten, was du jetzt an dem heutigen Tage erfahren sollst. Es ist eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass zum Beispiel nicht alles und auch nicht zu 100% mit dir, mit deiner Situation übereinstimmen wird. Aber du bist jetzt hier, du hast diese Legung gefunden und deswegen hat sie eine Bedeutung für dich. Ich fange jetzt einfach mal an und werde sehen, was die Karten dir heute sagen möchten. Habe Geduld. Habe bitte Geduld. Ja, das ist hier die Wartezeit. Und dein Warten wird belohnt werden. Dein Warten wird sich auszahlen. Du wartest nicht umsonst. Habe Geduld. Und auch hier in einer ganz bestimmten Angelegenheit sollst du ruhig machen. Ja, nicht zu schnell, nicht zu kopfüber sich vielleicht in etwas reinstürzen, sondern das Ganze ruhig angehen, vielleicht erstmal überlegen, bevor du was tust, bevor du was sagst. Die Karte zeigt mir auch, dass einfach langsam ist besser als zu schnell, ja? Das ist die allererste Botschaft für dich und da kann was ganz Schönes draus entstehen, wenn du noch ein bisschen Geduld aufweist, wenn du dich noch ein bisschen gedulden kannst. Ja, das ist die erste Botschaft, aber ich schaue jetzt in die Tarotkarten und ich verwende heute die Elki-Orakelkarten und das Tarot of the Golden Wheel. Alle Informationen dazu unten in der Infobox. Ja, der Eremit. Also die Karten möchten dir sagen, wenn du Zeit für dich ja haben kannst, wenn du dich zurückziehen kannst, dann tu das bitte. Zieh dich zurück, sei für dich alleine, entspann dich, überlege. In einer ganz bestimmten Angelegenheit habe ich hier auch, lass dir Zeit, überlege, finde die richtige Lösung, finde den richtigen Weg. Dieser Weg wird sich dir zeigen, die Lösung wird sich dir offenbaren, jetzt noch nicht, aber bald. Habe Geduld und in einem, noch eine Botschaft habe ich hier, in deinem Inneren findest du die Lösung. In deinem Inneren findest du den Weg, nicht in der Außenwelt, sondern ich habe hier auch bei einem von euch einen Einfall. Und dann kannst du einfach weitermachen, weiterbauen, weiterentwickeln, weiter dran arbeiten oder etwas Neues anfangen. Und ich habe das hier so, wenn du wartest, dann wird dein Warten so belohnt werden, dass hier aus dieser Angelegenheit, aus dieser Sache was ganz Wunderschönes, was ganz, ganz Tolles entstehen kann. Und du bist dafür verantwortlich. Ja, du bist dafür verantwortlich, dass diese Skulptur so schön sein wird. Dass diese Skulptur so ausgefallen sein wird. Und diese Skulptur, die steht für etwas, für eine Angelegenheit, für eine Situation, vielleicht sogar für ein Problem, ja. Für ein Projekt und kann sein, dass sich momentan da nichts tut. Die Karten möchten dir hier durch diese Botschaft sagen, kein Problem, verliere die Geduld nicht. Bald wirst du daran arbeiten können, bald geht es weiter in dieser Angelegenheit. Momentan ist es besser, wenn du dich zurücknimmst, wenn du in die Stille gehst, wenn du dich auch entspannst, meditierst, dir was Gutes tust, ja, und dann wird wieder die Zeit auf dich zukommen, wo du aktiv sein kannst, aktiv kreativ sein kannst. Und ich habe hier den König der Kelche. Also eine Person wird eine große Bedeutung für dich haben. Und es geht hier um Liebesangelegenheiten. Denn ich habe hier den König der Kelche. Das ist natürlich das Wasserelement. Aber es geht hier nun mal um die Liebe, weil das ist der König der Kelche. Also in Liebesangelegenheiten wird eine Person für dich sehr wichtig sein. Und diese Person hat ja, das Herz am rechten Fleck, ist sehr gefühlsbetont, vielleicht sogar künstlerisch begabt, vielleicht manchmal ein bisschen zerstreut, kreativ
unterhaltsam, manchmal zurückhaltend, dann wieder sehr spontan. Und auch habe ich hier jemand, der auch sehr anziehend wirkt, ja, auf das andere Geschlecht oder auf das gleiche Geschlecht. Aber jemand, der einfach so eine bestimmte Aura um sich herum hat, die sehr charismatisch ist, ja, also charismatische Person, diese Person zieht Menschen an und diese Person wird wichtig für dich werden in deinem Leben, in Sachen Liebe oder eventuell Freundschaft, ja. Könnte auch hier Freundschaft mitschwingen, aber für die meisten von euch habe ich irgendwie Liebe. Ich weiß nicht, ich muss noch die Karten befragen, wie weit diese Person für dich wichtig sein wird. Oh, die 10 der Kelche. Also es geht hier um die Liebe. Es geht hier um das Liebesglück. Es geht hier um die feste Partnerschaft, um eine Familie. Vielleicht sogar familiäre Angelegenheiten könnten hier auch eine Rolle spielen bei dir, ja. Aber es kann natürlich auch die romantische Liebe sein. Und die 10 der Kelche, das ist hier natürlich eine feste Partnerschaft. Das ist die Botschaft für dich. Du wirst in eine feste Partnerschaft gehen mit einem romantischen, verträumten, künstlerisch angehauchten Menschen, der aber auch manchmal so ein bisschen wechselhaft ist, aber das Herz am rechten Fleck hat. Ja, das ist hier die Botschaft. Ich habe hier das große Glück in der Liebe in Bezug auf diese Person. Ja, vielleicht bist du Single. Die Karten möchten dir einfach sagen, dass du so eine Person kennenlernen wirst, dass so jemand in dein Leben kommt und einfach sesshaft wird. Das wird was Festes. Das sollst du jetzt schon wissen. Das ist die Tagesbotschaft für dich. Kann sein, dass du diese Person heute kennenlernst, aber ich habe das hier so, dass das einfach, dass du diese Botschaft heute erhalten solltest, aus welchen Gründen auch immer. Das kann erst später kommen, das muss nicht unbedingt sein, dass du die Person morgen oder übermorgen kennenlernen wirst, ja? Aber du wirst sie kennenlernen, das steht hier fest. Das möchten dir die Karten sagen, dass jemand in dein Leben kommen wird, mit dem du das Liebesglück genießen kannst, genießen wirst. Und ich habe das auch hier so, vielleicht befindest du dich schon in einer Verbindung mit dieser Person oder mit diesem Menschen oder du bandelst gerade an. Dann möchten dir die Karten sagen, dass das eine feste, glückliche Partnerschaft sein wird mit diesem Menschen. Ja, das sollst du jetzt wissen. Vielleicht sind auch Kinder involviert, vielleicht hast du Kinder, vielleicht hat dein Gegenüber Kinder oder es können auch Haustiere sein. Ja, und ich habe das hier so, also wenn du die Zeit haben willst, unbedingt jetzt. Ich weiß, dass das nämlich mit jedem resonieren wird, aber ich habe hier den Frühling im Übergang zum Sommer, wo das Ganze fest wird oder wo du diese Person endgültig dann kennenlernen wirst. Es kann bis zu Frühling, Übergang, Sommer sein oder es kann erst da passieren, ja. Also ich sehe das hier, also wenn du an einem Zeitpunkt, Zeitraum Interesse haben solltest, dann ist es genau dieser Zeitpunkt, dieser Zeitraum, ja. Deswegen wahrscheinlich hier auch das Warten. Dass das nicht sofort in dein Leben kommen wird. Aber die Karten möchten dir sagen, vielleicht hast du langsam die Schnauze voll zu warten hier. Oder du denkst dir, der kommt nie, ja? Nie, nie. Ich habe das hier so. Die Karten möchten dir hier sagen, doch, 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 doch. Ja? Aber ein bisschen Geduld. Bisschen Ruhe bewahren und vielleicht auch die Zeit auf eine andere Art und Weise nutzen. Hier ein Projekt, dir überlegen, vielleicht ein Hobby, ja, womit du diese Zeit, diesen Raum füllen kannst, vielleicht ein Hobby dir zulegen, damit diese Wartezeit einfach schneller vorübergeht. Kann hier auch so die Botschaft lauten für dich, das wird mir hier im Kartenbild angezeigt. Ja, und das war heute nur eine ganz kurze Botschaft, ja, um vielleicht auch dir wieder Hoffnung zu geben, um dich ein bisschen aufzuheitern und damit du nicht irgendwie so Trübsal bläst. Sieht super aus, das Glück wird in der Liebe zu dir finden, zu dir kommen, einfach nur geduldig sein, ja.
Und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Wenn du magst, kannst du natürlich mich auf einen Kaffee einladen, zum Beispiel in Form einer Spende. Oder du möchtest zum Beispiel eine Mitgliedschaft bei mir hier auf meinem Kanal abschließen, Mitglied werden hier bei mir. Das würde mich natürlich auch freuen. Alle Informationen dazu unten in der Infobox. Und ja, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich, dass du bei mir vorbeigeschaut hast, dass du hier jetzt bei mir warst. Wünsche dir einen schönen Tag, eine wunderschöne kommende Zeit. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste.